Jetzt neu, der Supporter-Creator-Code Itzreo, der echte. Gibt es was Feineres? Nein. Damit willkommen zum neuen Video auf dem Kanal. Heute geht es mal um ein Thema. Und zwar ein Thema, was mir persönlich als einer, der schon in 14 Lebensjahren insgesamt seit, ich glaube, 8 Lebensjahren Videospiele spielt. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr wichtig ist. So, und zwar, ich sage, Gaming ist tot. Und viele werden es fühlen. Viele werden sagen, was laufst du für eine Scheiße? Und ich sage euch, warum ich denke, dass Gaming tot ist. Seit YouTube so richtig populär ist, ist es irgendwie so, dass es immer dieses eine Spiel gab, oder zwei Spiele vielleicht, die wirklich jeder gespielt hat. Lange, lange, lange war es Minecraft. GTA war immer nebenbei so ein bisschen. Hatte auch einen riesigen Hype. War halt der große Konkurrent von Minecraft für ganz, ganz lange Zeit. Und dann kam PUBG, war richtig im Hype. Dann kam Fortnite, war richtig im Hype. Und jetzt langsam, seit 8-9 Monaten ist Fortnite einfach tot von den Spielerzahlen. Nicht tot, aber es ist halt kein Vergleich mehr zu früher. Fortnite ist nicht das, was es mal war. Ich denke, uns ist allen bewusst, dass der Hype weg ist. Aber in der Gaming-Geschichte der letzten, ich sag mal, 8-9 Jahre, war es immer so, dass es ein großes Spiel gab, dann kam das nächste. Dann kam das nächste. Dann kam das nächste. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Fortnite-Hype ist weg. Aber was ist der nächste Hype? Wo ist das nächste große Spiel? Ist es GTA 6? Es dauert noch ein paar Jahre. Was soll man spielen? Weiß ich meine? Ich würde auch nicht mehr Fortnite spielen, wenn schon wieder... Also, ich bin kein... Entschuldigung, aber Schwanzlutscher, der die ganze Zeit nur dem Hype hinterher rennt und das spielen, was alle spielen. Sonst würde ich das Spiel hier auch nicht mehr spielen. Aber weiß ich meine? Ich lasse mich gerne auf neue Dinge ein. Aber es gibt nichts Neues. Soll ich wieder Minecraft spielen? Ich habe es gemacht. Ich habe 11 Parts live gemacht. Hat Spaß gemacht, aber dann habe ich mir wieder gedacht, ah ja, stimmt, das hast du ja die letzten 8 Jahre deines Lebens, Blödsinn, 5 Jahre deines Lebens auch schon gemacht, weißt du, ich meine, wird auch langweilig. Und, weißt du, ich meine, die Gaming-Welt ist tot, wenn es keinen Thronfolger gibt. Ich denke, ihr versteht den Punkt. Wir brauchen ein neues, heftiges Spiel. Wird es Minecraft Dungeons werden? Ich habe mir einige Trailer angeguckt. Ich werde spielen natürlich. Werde ich Let's Playen? Ich glaube nicht. Skylanders. Hatte ich gerade wieder Bock drauf, die letzten paar Wochen. Verfliegt jetzt auch schon wieder langsam die Lust drauf. Ich weiß nicht, wie ich das Let's Play weitermachen soll. Ich glaube, ich werde es weiter streamen. Weil beim Stream macht das Ganze viel mehr Spaß. Ein paar sind generell zu lange, deswegen denke ich mal, ist das Stream ganz gut. Aber wisst ihr, ich denke, ihr versteht den Punkt. Wir brauchen ein neues, heftiges Spiel, das man wirklich wieder, so wie Fortnite auf meinem Kanal, 1,5 Jahre durchgehend bringen kann. Oder bei mir war es nur ein Jahr, aber ein Jahr durchgehend bringen kann. Jetzt sind schon fast 2 Jahre, aber trotzdem. Ihr versteht schon, was ich meine. Soll man jetzt PUBG spielen? Kann man machen. Ist aber jetzt auch nicht der Burner. Soll man Rainbow spielen? Ja, kann man machen. Ist aber auch nicht so geil. Also, schon geil, aber. Weiß ich, man, es ist jetzt nicht dieser Wow-Flash. FIFA kann man auch spielen. Aber, no front, dann ist man halt behindert. Weil, jedes Jahr dasselbe Spiel kaufen? Nee. Aber... Das waren 58 Meter, sehr schön. Wo bleibt dieses Scheißspiel, was Minecraft ersetzen sollte? Wo bleibt dieses, wie hieß das noch? Ich weiß es nicht mehr. Was so aussieht wie Minecraft, so ein bisschen Blockgrafik. Ganz viele Bosse und so hat. Mein Gott, das war letztes Jahr so gehypt. Da haben alle drauf gewartet, ich auch. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber das war auf jeden Fall ultra heftig, also ohne Frage.
Hätte ich Bock drauf auf jeden Fall. Jetzt muss da wirklich mal was erscheinen. Mann, Alter. Killtechnisch keine starke Runde. Kann man sagen, was man will. Aber es ging ja hier eher auch ums Thema. Ja. Das würde ich nochmal ansprechen, weil es mir irgendwie sehr lange am Herzen liegt. Jawohl. Haben wir den letzten Kill gemacht? Haben wir den letzten Kill gemacht? Ja, danke, dass man es nicht mehr sieht. Na komm. Okay. Danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne positive Werte, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder rein. Und ciao.